Hallo meine lieben Freunde der gemütlichen Unterhaltung. Heute mache ich mal ein kleines Tutorial. Also ich will euch einfach was zeigen. Und zwar geht es um die Probleme mit den externen Aufträgen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel mal das Spiel abgeschmiert ist oder irgendwas, ist bei vielen bestimmt schon passiert und man ist zum Beispiel, man hat hier kein Auftrag mehr, ja, kein Navi, also man weiß nicht, man hat eigentlich nichts. So, man will dann einen neuen Auftrag machen, externe Aufträge. Tut man sich hier irgendwas aussuchen, geht auf Auftrag ausführen und dann, Achtung, du hast noch eine Lieferung am Laufen. Und man kann keinen Auftrag mehr annehmen. Aber man hat eigentlich keinen Auftrag, weil man ja nicht weiß, wo man hin muss. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die zeige ich euch jetzt. Die erste ist eigentlich die einfachste, weil es ist gleich im Spiel. Das steht hier oben, World of Drugs Auftrag ist unterbrochen. Ist der aber nicht. Deswegen muss man hier draufklicken. Und dann steht nochmal die Lieferung. Man kann sie zwar fortsetzen. Das probiere ich jetzt gleich mal. Ich weiß nicht, ob man sie fortsetzen kann. Man kann sie fortsetzen. Okay, das habe ich noch nicht gewusst. Jetzt hat man auch wieder, wie man sieht, im Navi eine Route. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, wie man ihn abbricht. Ja, man klickt hier oben drauf, egal was dort steht, und geht auf Abbrechen. Möchtest du abbrechen? Ja. So, und nun kann man wieder Aufträge annehmen und wird wieder synchronisiert und man kann wieder fahren. Und jetzt zeige ich euch noch die zweite Möglichkeit und das machen wir nach einem kurzen Schnitt. Bis gleich. So, und da bin ich schon wieder. Und zwar hier sieht man nochmal den Auftrag. Da hier steht und dann tappt ihr aus eurem Spiel raus, geht in den Internet Explorer, Firefox, keine Ahnung, geht auf World of Drugs. Da habt ihr euch ja registriert, sonst könnt ihr ja keine externen Aufträge fahren. Loggt euch hier ein, ja, mit eurem Namen oder eurem Passwort und dann geht ihr auf meine Page. Ja, seht ihr schön, was ich so alles gemacht habe. Und dann steht hier European Contract. Ja, das ist der Auftrag, den wir gerade am Laufen haben. Und da kann man hier auf das i klicken. Das sind nochmal Informationen. Und dann kann man hier abbrechen. Abaddon. Das machen wir jetzt. Yes. So. Und jetzt gehe ich nochmal zurück ins Spiel. Moment. So, jetzt steht ja natürlich hier nochmal das. Jetzt wird synchronisiert. Jetzt müsste theoretisch, wenn ich jetzt zurückgehe, der Auftrag weg sein. Und so einfach ist es. Das war das kleine Video. Und dann will ich am Ende nochmal was sagen, wenn ihr jetzt so irgendwelche Mods habt. Also eine Pro-Mod oder was es da so für Karten-Mods gibt, ja. Und ihr macht einen externen Auftrag. Moment. Zum Beispiel, ich habe jetzt die Pro-Mod geladen. Und Leipzig gibt es in der normalen Map nicht. Und wenn da zum Beispiel der Auftrag hier endet, und es gibt in der Map nicht, könnt ihr einen externen Auftrag nicht zu Ende führen, weil die Koordinaten irgendwo anders liegen und das passt alles nicht zusammen. Weil das hatte ich auch schon mal. Also wenn ihr solche externen Aufträge macht, am besten ohne eine Kartenmod. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich hoffe, ich konnte jemandem helfen. Haut rein, macht's gut. Tschüss.